Hallihallo, willkommen zurück auf meinem Kanal Reinigen wie ein Profi. Ihr seid überrascht, ein Video, und zwar während der Woche. Ja, das Ganze hat den Hintergrund, dass ich mir mal durch den Kopf gehen lassen habe, dass wenn ich, sagen wir mal, jetzt nur einmal pro Woche ein Video hochlade, das Ganze viel zu lange dauert. Allein der Chemieteil würde dann wahrscheinlich ein Jahr dauern. Deswegen versuche ich jetzt jeden zweiten Tag ein neues Video hochzuladen, beziehungsweise jeden Tag wäre noch besser. Kommen wir zum heutigen Thema. Ups, also, guck mal. Kommen wir zum heutigen Thema Wasserhärte. Ist ein kurzes Thema, aber interessant. Wasserhärte, ob wir heute die Tafel brauchen, ich denke nur für die Tabelle. Falls ihr wollt, dass ich jeden Stichpunkt auch auf die Tafel schreibe, so hinterlasst das in den Kommentaren unten. Dann werde ich das auch tun. Kommen wir zum Thema Wasserhärte. Im Wasser können die verschiedensten Mineralsalze gelöst sein. Diese liegen dann als positiv oder negativ geladene Ionen vor. Die Wasserhärte wird durch die Menge der... Das schreiben wir auf. Durch die Menge der... Calcium- und Magnesium-Ionen bestimmt, durch die Menge der gelösten Calcium- und Magnesium-Ionen im Wasser bestimmt. Das schreiben wir auf, das muss auch geschrieben werden. Ich stehe auf, sonst schreibe ich das Chat. Wasserhärte. Wasserhärte. Wir schreiben ein paar Dinge mehr auf. Nee, so nett. Im Wasser können verschiedene Mineralsalze gelöst sein. Diese liegen dann als positiv oder negativ geladene Ionen. Das haben wir. Ah, das haben wir nicht. Wasserhärte wird durch die Menge der gelösten Calcium- und Magnesium-Ionen bestimmt. Wir machen mal die Abkürzung für Calcium. Und zwar Ca2+ und Mg2+ bestimmt. Dass die Wasserhärte messbar ist, das wissen alle. In der Gebäudereinigung wird halt empfohlen, sieht man das gut? Ich hoffe es. In der Gebäudereinigung wird empfohlen, dann halt bei den Wasseraufbereitungsinstituten, ich komme jetzt nicht auf das Wort, ihr wisst, was ich meine, nachzufragen, aber es gibt ja auch einen Schnelltest mit Indikatorpapier. Dann kann man das auch so einigermaßen genau bestimmen. So, dann gibt es noch eine Tabelle, was die Wasserhärte angeht. Zunächst einmal gibt es einmal die deutsche Abkürzung für Wasserhärte. Die nennt sich dann DH,
Grad deutsche Härte. Und einmal, na, Millimol Calciumoxid pro Liter Wasser. Das wäre dann die internationale, der internationale Wert, den man mit dem bestimmt, mit dem man die Wasserhärte bestimmt. Einmal, also, da haben wir einmal DH in Klammern. Grad deutscher Härte. Hört sich sehr lustig an. Und einmal MOL. War das Calciumoxid? Ich schreibe Calciumoxid. Wasser. Und das Ganze wird dann MOLL abgekürzt. Dann gibt es eine Tabelle, wo man dann weiß, ab wann weiches Wasser bis zu welchem Wert Wasser weich ist, mittel ist und hart ist. Diese Tabelle sieht dann so aus. Wir machen einmal. Weich. Mittel. Einmal so. Hier haben wir einmal die Millimol, also die internationale Millimol, und einmal Grad deutsche Härte. Das ist so lustig. Beim Grad deutscher Härte, ich glaube, bis 8,4, also ja, bis 8,4 wäre der Wert. Von 8,4 bis 14 und ab 14. Bei Millimol wären das dann halt, ich schreibe mal, bis 1,5, dann ab 1,5 bis 2,5 und ab 2,5 wäre dann hart. Ein Grad deutscher Härte bedeutet, dass in dem Fall 10 Milligramm Calciumoxid pro Liter Wasser, pro Liter, also in dem Wasser, was ihr gerade misst, pro Liter Wasser gelöst sind. Und das entspricht, ein DH entspricht 0,179 mmol pro Liter. Jo, also das können wir jetzt wieder wegmachen. Grad deutscher Härte wird gewischt, wird weggewischt. Also man sollte sich mal merken, 1 dH entspricht 10 Milligramm Calcium. Pro Liter Wasser, das entspricht wiederum 0,179 mmol pro Liter. Dann könnt ihr das in der Tabelle dann umrechnen. Das heißt, wenn ihr jetzt 8,4 mal 0,179 rechnet, dass ihr dann auf den Wert 1,5, also den Maximumwert im weichen Wasser, auf 1,5 kommt in der Millimol-Tabelle. So, das haben wir. Kalk, ihr wisst ja selber, wenn Kalk verdampft, entstehen Kalkablagerungen. Das heißt, die Magnesium,
Die Calcium- und Magnesiumsalze verfestigen sich. Und das wiederum stellt ein Problem dar, dass dieses Kalk, also dieses Kalk halt sich in Rohren ablagert und einen erheblichen Schaden zufügt. Das weiß eigentlich jeder. Bestes Beispiel zum Beispiel Wasserkocher ist, wenn ihr dauernd kalkhaltiges Wasser abkocht, dass dann irgendwann mal so viel Kalk sich unten abgelagert hat. Das merkt ihr auch dann, wenn wir jetzt, wie soll ich das erklären, wenn ihr jetzt eine Stoppuhr nehmt, ne? Und einen niegelnagelneuen Wasserkocher nimmt. Und dann die Zeit stoppt, wie lange der braucht, um das ganze Wasser aufzukochen. Und das wiederum macht ihr dann mit einem total verkalkten Wasserkocher. Ihr werdet schon den Unterschied merken, dass in einem nur neuen Wasserkocher, also quasi in einem Wasserkocher, wo kein Kalk vorhanden ist, dass das Abkochen vom Wasser viel schneller vonstatten geht. Also beim verkalkten Geräten ist der Energieverbrauch viel höher und halt können auch Rohre kaputt gehen und so weiter. Jetzt kommen wir zu einem. Eigentlich wollte ich das Thema für später aufsparen, aber das kann man noch mit reinnehmen. Kommen wir zu einem Problem, was kalkhaltiges Wasser mit sich bringt. Und zwar, die einen oder anderen kennen das halt als Putzstreifen. Die anderen nennen das Schlieren. Das Problem ist, wie soll ich das sagen? Die Magnesium- und Calcium-Ionen reagieren mit Seifen. Ja, reagieren mit Seifen. Ihr wisst aber auch, was heißt ihr wisst, nicht jeder weiß es, das, dass diese Schlieren halt, die entstehen durch die Reaktion von Seifen und den Calcium-Magnesium-Ionen. Seifen ist eine Unterstufe von nicht-ionischen Tensiden. Das heißt, wenn ihr, sagen wir mal, ein Reinigungsmittel, wo nicht-ionische Tenside vorhanden sind, nehmt und das in Verbindung mit kalkhaltigem Wasser, kann ich euch garantieren, bei euch bei der Unterhaltsreinigung, beim Reinigungsprozess entstehen bei euch Schlieren und auf dem Boden halt diese Putzstreifen. Ja, das war das eine. Den kann man auch natürlich entgegenwirken. Achso, das noch kurz zum Thema Schlieren. Das Ganze wird auch, wenn ihr, sagen wir mal, eine Toilette reinigt oder eine Duschkabine im Schwimmbad, dort wo halt sehr viel Seife verwendet wird. Ich kann euch garantieren, da habt ihr jedes Mal Schlieren. Das dazu. Man kann dem Ganzen entgegenwirken. Und das wollte ich halt in einem anderen Thema, das machen wir noch in einem anderen Thema ein bisschen genauer. Wie kann man dem Ganzen entgegenwirken? Das macht keine Firma. Zumindest keine, die Geld einsparen will. Man kann den mit Kalkinaktivierungsmitteln entgegenwirken. Und zwar mit Ionenaustauschern. Was waren da noch? Ionenaustauscher. Komplexbildner und Inhibitoren. Man kann das nachgoogeln. Also dem Schlierenprozess kann man entgegenwirken, indem man Kalkinaktivierungsmittel benutzt. Da gibt es einmal diverse Phosphate, dann ETAs und Zitronen, irgendwas mit Zitrone, das nicht so gut sein soll, aber nicht so schädlich. Aber das Ganze werden wir in einem anderen Thema behandeln. Puh, ich laber viel. Das war's auch schon von mir heute mit der Wasserhärte. Als nächstes Thema Oberflächenspannung. Und dann legen wir mit den Tensiden los. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Tenside wird ein langes Thema sein. Puh, 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 ich habe da einiges zu erzählen. Puh, puh, puh. Ja, meine Freunde, das war's von mir. Nochmal frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr feiert gut. Ich nicht. Ich habe gefeiert ein bisschen, aber musste auch während. Das erzähle ich lieber nicht.
Das war, wie gesagt, das war's von mir. Jetzt mache ich das, was jeder YouTuber macht. Abonniert mich, falls ihr neue Videos sehen wollt. Also, was ein Unsinn, falls ihr neue Videos sehen wollt. Falls ihr keine Videos verpassen wollt, drückt auf die Glocke, lasst ein Like da. Und so weiter. Also, meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber, macht's gut. Ciao.